Hallo, willkommen liebe Besucher. Mein Name ist Christian Grötsch. Ich bin Geschäftsführer und Gründer der Dotzos und möchte euch heute mal eine kleine Rundführung geben durch unsere Agenturfläche. Ja, hier haben wir unseren großen Raum Valley. Das ist das Herzstück der Agentur. Hier haben wir sehr viele tolle Flächen gebaut, zum Beispiel um spontane Meetings zu haben oder auch mal abends mit PlayStation zu spielen. Auch hier diese spontanen kleinen Meeting-Ecken. Das war eine ganz interessante Idee, die wir hier verwirklicht haben, damit eben auch ungeplante Besprechungen stattfinden können. Dann haben wir hier unseren wunderschönen Esstisch aus Eiche, echter Eiche, wo die Mitarbeiter essen, zum Beispiel zum Mittag oder hier an unserer Bar sind und sich einen Kaffee holen oder hier auch den ganzen Tag über auch mal arbeiten. Ja, weiter geht's mit unserer Fläche, mit unserem Konferenzraum Bällebad. Hier sieht man ganz viele Bälle. Es ist natürlich ein Bällebad für kleine Kinder, aber die Entwickler haben sich das gewünscht. Diese Fläche ist als großer Konferenzraum gedacht oder auch mal, um mal seine Kinder mal einen halben Tag zu betreuen, wenn man auf Arbeit noch was fertig machen muss und das Kind dann krank ist, damit man dann schnell nach Hause kann. Einfach damit man sein Kind betreut weiß, für ein paar Stunden, wo man noch was fertig macht. Unser Durchschnittsalter ist 31. Das bedeutet, wir haben sehr, sehr viele Kinder. Die meisten bekommen Kinder oder haben schon welche oder bauen auch gerade Haus. Und das ist so die Zeit, wo man so einen Betreuungsraum gut gebrauchen kann. Ja, dann haben wir hier unseren Bereich Texas. Wir haben die Dotzos-Fläche wie die Landkarte der USA aufgeteilt. Also quasi links unten ist Texas, rechts unten ist Florida. Hier in Texas finden wir ganz viele Java-Entwickler, die mit verschiedenen Technologien arbeiten, teilweise on-premise, teilweise in der Cloud. Hier an der Seite sehen wir mal so eine kleine Architekturzeichnung von einem Softwareprodukt. Wir haben in jedem Raum diese bemalbaren Whiteboard-Wände, bemalbaren magnetischen Whiteboard-Wände. Und klassischerweise haben wir immer so ungefähr 8 bis 10 Mitarbeiter pro Büro. Ungefähr ein Team sind immer 1 bis 2 solcher Büros. Ja, wir gehen dann weiter in den nächsten Raum, nicht ohne kurz nochmal hier hinzuschauen. Das ist ein Burndown-Diagramm. Wir verwenden sehr viele agile Methoden als Projektvorgehensmodell, wie Scrum oder auch Kanban. Und ja, gehen dann hier weiter von dem Texas-Bereich in den Bereich Florida. Hier auch wieder zu finden viele Java-Entwickler und unsere tollen bemalbaren Whiteboard-Wände. Ja, ich wollte euch noch was über die Teams erzählen. Also wir haben etwas über 10 Delivery-Teams in der Dotzos. Ein Delivery-Team hat immer einen Teamleiter, 1 bis mehrere Projektleiter, Templater, Entwickler, Qualitätssicherer, die dann zusammen eben diese Software erstellen. Einige Projekte sind immer in Erwartung. Pro Team geht ungefähr ein Projekt neu los und ja, hier wie gesagt die Java-Entwickler. Hier sieht man auch mal, dass uns manche Kunden auch was schicken. Hier zum Beispiel von der BayWa Baustoffe, damit die Entwickler wissen, wofür sie das Ganze programmieren. Und ja, in jedem Bereich haben wir auch immer diese kleinen Teeküchen, die wir jetzt hier mal zu meiner Rechten sehen. Ja, von der Fläche Florida gehen wir jetzt mal raus auf die Dachterrasse. Hier erschließt sich mal die ganze Dimension unseres Bauvorhabens. Wir haben hier im letzten Jahr 2000 Quadratmeter ausgebaut und sehen hier auch oben unsere alte Fläche Europa, wo man auch eine schöne Dachterrasse hat, auch einen schönen Blick über Jena. Aber zurück zu unseren 2000 Quadratmetern, ungefähr 7 Monate Bauzeit. Ja, sehr viel Glas, sehr viel Elektro, modernstes Netzwerk wurde verbaut und einfach alles, damit wir hier sehr schöne Arbeitsplätze haben, damit wir eben auch eine gute Kommunikation haben mit diesen Glaswänden und diesen ganzen technischen Extras, die wir eingebaut haben, weil letztendlich gute Kommunikation gibt gute Projekte.
Wir als DotSource sind ja als führende Digitalagentur sehr aktiv bei allen Projekten rund um CRM, CMS, E-Commerce, Marketing Automation, PIM, also letztendlich allem, was zwischen Unternehmen und Kunden steht, in den Unternehmensfunktionen Marketing, Vertrieb und digitale Produkte, digitale Plattformen. Und diese großen Vorhaben für unsere großen Kunden erfordern natürlich eine entsprechende Sorgfalt und eine sehr gute Kommunikation, die wir hier durch unsere Flächen herstellen. Ja, wir sind jetzt quasi durch den Atlantik geschwommen in die Ostküste und haben hier PHP-Entwickler, während wir drüben den Technologiebereich Java haben, wird hier mit Frameworks wie zum Beispiel Magento oder Typo 3 oder verschiedenen anderen Systemen gearbeitet. Jedes Team dekoriert auch immer seine Büroflächen schön. Während wir drüben zum Beispiel gesehen haben, einen Kickertisch, sehen wir hier mal diese schönen Metallica-Flaggen und auch hier wieder die bemalbaren Whiteboard-Wände. Was man auch sieht, dass unsere Entwickler eigentlich durchweg Laptops haben und mit zwei Bildschirmen arbeiten, sowie natürlich für die Konferenzräume hier diese schönen Displays haben. Grün bedeutet, Raum ist frei, rot bedeutet, Raum ist belegt. Ja, dann gehen wir hier weiter aus dem Bereich Ostküste in den Bereich Great Lakes. Ja, wo liegen denn die Great Lakes? Die Great Lakes sind im Norden von Amerika, wo diese großen Seen sind. Und entsprechend haben wir, wo die großen Seen sind, natürlich auch viele große Büros. Hier ist unsere Empfang beheimatet. Im Moment ist unser Empfang hier beheimatet, weil jetzt zur Zeit sind wir alle rübergezogen von Europa nach Amerika. Und hier haben wir zum Beispiel die Verwaltung zu meiner Rechten oder auch den Personalbereich, die Geschäftsführung, unseren Vertrieb. Der ist natürlich viel unterwegs, deswegen sehen wir hier natürlich viele leere Stühle, weil der Vertrieb natürlich beim Kunden sein soll. Ansonsten sehen wir hier auch noch unser Designbüro. Wir haben ein eigenes Team von Designern, die Formen und Farben zusammenbringen mit SEO, Mobile-Optimierung, exzellenter Usability und Performance, sowie auch unser Online-Marketing-Team, unser Strategieberatungsteam. Dann haben wir hier noch auch unser CRM- und Marketing-Automation-Team und unsere IT. Ja, unsere IT ist ganz besonders wichtig, weil natürlich man weiß ja, dass die dort so sehr große, bekannte Kunden hat, die in der Regel auch viel Traffic haben. Also wir reden da zum Beispiel über 10.000 parallele Benutzer oder 4.000 parallele Benutzer im Weihnachtsgeschäft zu einer Zeit und enorme Transaktionsmengen, die dort laufen. Das erfordert natürlich entsprechende IT-Infrastruktur, die ausfallsicher ist und den Umsatz der Kunden jederzeit absichert. Ja, und weiter geht es dann von den Great Lakes in die Westküste. In der Westküste haben wir sehr viele Konferenzräume beheimatet. Die sehen wir hier zu meiner Rechten, aber auch unsere Marketingbüros für uns selber. Im Marketing tun wir sehr viel. Das nennt sich bei uns Content Marketing. Das heißt, wir produzieren sehr, sehr viel eigenen Content. Zum Beispiel, wie wähle ich ein E-Commerce-System aus? Oder wie wähle ich ein Shop-System aus? Wie geht B2B-E-Commerce? Wie geht Marketing-Automation? Ja, und mit all diesen Themen beschäftigen wir uns in unserem Blog handelskraft.de oder auch zahllosen Videos und natürlich eigenen Konferenzen. Und ja, das passiert einfach in unserem Marketing. Auch im Projekt des Marketings ist die Digital Business School, wo sich Führungskräfte von Unternehmen weiterbilden können im Bereich Digitalisierung und E-Commerce. Ja, hier schauen wir uns mal so einen Konferenzraum von innen an. Ja, wir haben hier einen tollen Esstisch aus Eiche. Wir haben so ein Sideboard und wir haben überall diese tollen Microsoft Surface Hubs, wo ich eben Skype-Konferenzen mit unserem Berliner Standort machen kann oder auch einfach mal den Kollegen hier am elektronischen Whiteboard was erklären kann. Also wir sind hier im Valley gestartet, haben uns dann nach Texas bewegt, über Florida, durch den Atlantik geschwommen zur Ostküste, zu den Great Lakes und hier dann zur Westküste. Also das ist unser Vorgehen gewesen. Ja, nachdem ich euch den Konferenzraum gezeigt habe, gehen wir auch schon wieder weiter und beenden dann unseren Rundgang wieder in unserem Herzstück der Agentur im Bereich Valley.
Kommt einfach mal mit und dann sehen wir hier wieder am Ausgang, sind wir hier wieder am Ausgangsbereich angekommen. Und ja, liebe Interessenten oder liebe Besucher, liebe Zuschauer, schön, dass ihr zugeschaut habt. Es war mir eine Freude, euch die Agenturfläche zu zeigen. Vielleicht sehen wir uns bald hier persönlich mal in Amerika in unserem neuen Office. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Schönen Dank und macht's gut. Tschüss.